Hurra, lila Matrizen, willkommen zurück, liebe Zocker und YouTuber, zu Dyson Sphere Program. Und ja, heute steht, oder in den nächsten Folgen steht, die Freischaltung der lila Matrizen an. Ich habe ja hier schon, lass mal kurz gucken, wo haben wir es denn? Ne, haben wir noch gar nicht. Wir haben es noch gar nicht gebaut. Wir haben nämlich noch überhaupt nichts fertig gemacht. Für die lila Matrizen brauchen wir können ja mal ganz kurz gucken, wir brauchen tonnenweise Zeug. Wir brauchen Prozessoren, die haben wir, und wir brauchen Leuchtekabel, die haben wir irgendwo da. Da haben wir die Leuchtekabel, und für die Leuchtekabel, da brauchen wir viele, viele schlimme Dinge. Unter anderem Kohlenstoff-Nanoröhrchen und diese komischen Dinger hier. Was baut man die? Ach je, die baut man aus Silizium, okay. Und was brauchen wir noch? Lass mich mal gucken, Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Also die da. Und die baut man aus. Ach, du ahnst es bitte nicht. Okay, fangen wir da an. Fangen wir bei den Kohlenstoff-Nanoröhrchen an. Dafür brauchen wir das. Sehe ich das richtig? Ja. So, und dafür brauchen wir Graphit und Schwefelsäure. Puh, okay. Ich habe mich nicht umsonst hier hingestellt. Hier haben wir nämlich Graphit. Und es ist ein bisschen laut gerade, ne? Das liegt aber nur daran, dass ich den Lautsprecher, also den Kopfhörer so laut gedreht habe. Wir brauchen eine Chemical Plant, die ich vorzüglicherweise schon erstellt habe. Und zwar stellen wir die mal irgendwo hier so hin, ne? So. Die hat natürlich keine Energie, das ist auch toll. Dann setzen wir ihr mal eine Energiequelle vor die Nase. So. Und die soll herstellen, dieses komische Gedöns hier. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Das hier halt. Graphen, na klar. Also Kohlenstoff in einer wunderschönen Kristallmatrix. Und zwar werden wir das jetzt wie folgt machen. Warte mal, Kohlenstoff haben wir schon. Da reicht auch dieses Zeug hier. Rein da, so. Schwupps. So, was wir hier drin nicht haben, ist das hier. Aber das haben wir zum Glück hier hinten. Komm, flieg, mein Gutes da. Und wir haben auch noch keine Verwendung dafür, hier für die fiese Schwefelsäure. Und deswegen, wenn wir uns die jetzt hier mal schnappen. Wenn wir kurz gucken, wo müssen wir hin? Da so. Und da müssen wir... Hui! Runter, runter. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Jetzt müssen wir mal einen kleinen Hopser machen. Und zwar einen sehr hohen Hopser. So. Seht ihr, wie ich das mache? So. Bis hier lang. Ja. Und runter. Ich dachte ganz runter. Oh, war das geil, oder? So, jetzt müssen das nur noch die ganzen kleinen Bots ausgleichen hier. Und dazu sollte ich mich tunlichst mal irgendwo hinstellen, wo ich meine Energie aufladen kann. Da zum Beispiel. Und zwischendurch läuft hier unser Tower of Power, der leider gerade nur so auf gar nichts läuft, auf gar keiner Kraft läuft. Ich muss gleich mal gucken. Warum läuft der auf gar keiner Kraft? Weil, was ruckelt denn hier so? Fängt schon an zu ruckeln, kann ja eigentlich nicht sein. So, sind die jetzt fertig? Ne, die sind immer noch nicht fertig. Kommt da jetzt, ich gucke gerade mal, ne, da hinten muss noch, da müssen wir noch fertig bauen. Komm, wir fliegen da kurz mal hin. Schneller. Wir brauchen doch, wir brauchen noch Schwefelsäure. Komm. Husch, husch. Da müssten wir eigentlich auch noch so ein Dings hier hinbauen. So einen komischen Sprayer. So, da kommt die Schwefelsäure. Und die laden wir dann tunlichst da rein. So. Genau. Ups. Wenn sie denn ankommt. Da kommt sie. Ich muss aufladen gehen, sonst haben wir ein Problem. So.
Da kommt die Schwefelsäure angeschlittert. Und landet hier drin. So, das heißt, wir haben jetzt eine Graphenproduktion. Wir müssen natürlich die Graphenproduktion, die müssen wir jetzt natürlich erstmal hier mit Lagerhäusern versehen, sonst läuft die ins Leere. Großes bauen. Noch eins, Fragezeichen. Ne, reicht erstmal. Ich habe den Verdacht, zu viel Graphen werden wir gar nicht produzieren. So, die produziert sich die den Wolf und wir können da ein Lagerhaus hinsetzen, so, und können sagen, pack doch das olle Graphen bitte mal da rein. So, dann hätten wir hier schon mal eine Graphenproduktion, das ist ja schon mal eine feine Sache. Ich habe den Verdacht, das wird nicht reichen, aber wir gucken dann mal. So. Mit dem Graphen machen wir jetzt Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Und zwar, das Fiese ist jetzt mit dem Graphen und dem Titanplatten. Kriegt das große Heulen. Hier lassen wir mal frei, weil hier müssen wir eventuell noch das Zeug antapschen. So, Titanplatten haben wir zwar, aber nicht mehr viel. Ich tendiere dazu, Folgendes zu tun. Diese Titanplatten, diesen Titanplattenvorrat in Ruhe zu lassen. Und da kommt übrigens mein Zulieferer und bringt mir Dinge. Hier sind wir gleich fertig. Das ist schön, da ist die nächste Forschung fertig. Was ist das überhaupt? Large Storage, da können wir die Labs noch höher stapeln. Schwupps, danke. Da können wir die Labs noch höher stapeln. Ne, was wir jetzt machen, ist Folgendes. Hoppala. Bin total verwirrt. So, wir machen jetzt aus dem Graphen. Wir setzen daneben ein Lagerhaus. Ja, wir setzen daneben ein paar Lagerhäuser. Und zwar solche. Und packen da dann Titanplatten rein. Und zusammen produzieren die dann diese Dinger. Wo werden die produziert? Natürlich in einer chemischen Facility. Wo auch sonst? Wo ist die chemische Facility? So. Eine Chemical Plant. So, der Engpass wird nicht Graphen sein. So viel kann ich euch schon sagen. Der Engpass wird definitiv das Titan sein. So, ist das Ding fertig? Ja. So, jetzt können wir hier hingehen und sagen, gut, mein Guter, hier, schau doch mal. Das Graphen, das liefern wir dir direkt frei Haus. So. Und du machst aus dem Graphen bitte gleich Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Das sind übrigens ein paar ziemlich heiße Dinger, diese Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Ja, die haben ein paar sehr coole Eigenschaften. Sind stabil wie die Hölle. Sind ein heißer Kandidat für Weltraumlift-Material. Also, sagen wir mal, Kabelmaterial. Ja, also, ganz anderes Thema, aber wollte ich nur mal an Mann bringen. Die kann man selbst organisiert wachsen. Ist eine höllische Sauerei, hochgiftig das Zeug, dieser Wachsprozess. Und aber hochkompliziert. Man muss genau bestimmte Bedingungen genau einhalten, sonst kommt da irgendwelcher Mist raus. Also eine wahnsinnige Sauerei, also eine chemische Facility ist definitiv richtig, dass das da gebaut wird. Das sah jetzt zu viel aus. So. Ja, mit den Kohlenstoff-Nanoröhrchen. So, da muss jetzt aber noch rein. Was muss da jetzt noch rein? Da muss jetzt noch rein. Ich gucke mal, auf das Zeug hin. Naja, ich sehe es gerade. Ich pack das mal
Ich möchte das mir hier nicht zubauen, aber ich baue es mir gerade zu, ne? Baue es mir gerade so ein bisschen zu. Ah, das macht nichts, das ist okay. So, passt auf. Nee, halt, so viel wollte ich nicht. So. Und jetzt sagen wir mal hier raus. Und da rein. So. Und ob das funktioniert, das gucken wir uns jetzt an, indem wir uns einfach mal hier ganz kurz den Titan mopsen. Wie viel ist denn da noch drin? Gib mir mal ein bisschen Titan, mein Freund. Und aus dem Titan, das Titan packen wir hier rein. Halt, nein. Das Titan packen wir hier rein. Zack. Zack, 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 zack. So, und jetzt müsste der unsere Kohlenstoff-Nanoröhrchen bauen. Tut er das? Das tut er. So. Habe ich schon erwähnt, dass ich Titan in Massen brauche, aber sowas von tonnenweise. Wird nicht feierlich. So, das Schöne ist hier, sind wir gleich fertig und dann brauchen wir erstmal nur noch die roten und die blauen für die nächste Forschung. Da kann sich Gelb etwas erholen in den nächsten drei Forschungen und dann kommt die interstellare Logistik. Da wird es nochmal haarig. Hoppala. Drück immer den falschen Knopf. Okay. Also, wir haben jetzt Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Theoretisch zumindest. Und jetzt können wir diese Dinger bauen. Oh, boah, was für eine berstige Produktion. Was sind eigentlich Partikelbreitband? Was ist Partikelbreitband? Wo wird das gebaut im Assembler? Und zwar braucht der Assembler drei Dinge. Diese grünen Drops, die Kohlenstoff-Nanoröhrchen und diese Dinger hier, das ist gut. Diese Dinger sind, die sind wunderbar. Die sind nämlich bei mir, glaube ich, ein Abfallprodukt. Ne, die sind gar kein Abfallprodukt. Die habe ich mittlerweile, verarbeite ich die sogar weiter. Wozu verarbeite ich die weiter? Ach, die verarbeite ich weiter zu. Ja. 6 Stück, seid ihr närrisch. Wir brauchen mehr davon. Wir brauchen mehr davon. Und wir brauchen die grünen Drops. Habe ich die grünen Drops schon? Oh, guckt mal. Die, unser Forschungsdingensbums läuft schon wieder auf Volllast, weil wir die gelben gerade nicht brauchen. Das ist cool. Der Tower of Power läuft auf Volllast. Rot wird rot voll. Ich muss gerade mal gucken, wer hier. Was haben wir hier? Irgendwelche Vorräte? Naja, so ein bisschen. Haben wir da hinten Vorräte? Naja, so ein bisschen, ne? Ja, das wird sich bald ändern. So. Ich lade mal kurz auf. Haben wir schon diese grünen Drops? Ne, ne? Die grünen Drops haben wir auch noch nicht. Weil wir nämlich. So langsam der Punkt, wo ich so ein bisschen die Übersicht verliere, aber ja, das ist nicht so wild. Okay, wir laden mal auf, gehen nochmal eine Ladung Titan holen. High Strength Titanium Alloy, was ist das? Wird irgendwas Wichtiges mit gewesen sein. Was ist das hier? Supermagnetischer Feldgenerator brauchen wir auch noch nicht, das sind alles nur so Zwischenprodukte. Was ist das? Das sind auch Zwischenprodukte. Das ist auch ein Zwischenprodukt. Da wird es dann wieder interessant, ne? Der Interstellare. Aber das, da hat es jetzt ein bisschen Zeit für. Da können wir jetzt mal ein bisschen die Forschung sein lassen. Ich guck mal gerade nach. Hab ich genug? Wir holen nur Titan, ne? Ja, wir holen nur Titan. Warum habe ich so viele davon? Wir holen nur Titan. Können wir das mal bitte? Ich geh mal kurz zu meinem Mülleimer hier. Das ist ja mein Mülleimer. Mülleimer. Das ist eigentlich gar kein Mülleimer. Ich guck mal ganz kurz. Der Rest ist eigentlich gar kein Mülleimer. Den lassen wir mal hier. Aber eigentlich ist es doch Mülleimer. Zack, zack. So, wir brauchen Titan. Gimme Titanium. Noch mal eine komplette Ladung voll.
Weißt du davon was weg? Nein, fliegst da jetzt hin. So, Titan. Titan, Titan, Titan haben wir wo gekriegt? Auf dem innersten Planeten. Ja. Da der gerade da ist, sollten wir da eigentlich tunlichst hinfliegen. Wie viel Kohle habe ich dabei? 200, das reicht. So, komm, komm, komm. Lade dich auf. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Da, okay. Und 1, 2, 3. Komm, wir warten, bis er vollgeladen ist. Sonst haben wir ein Problem mit der Energie. Komm jetzt hier. Zack. Nase ist egal. Wir brauchen Titanium. Oh, die strahlt aber schön, die Sonne. So. Wie sieht's aus? 400, 500, 600, 700, 800. So, das reicht. Jetzt, damit uns die Energie nicht ausgeht, pumpen wir mal kurz hier ein bisschen Kohle rein. Zip. Zip. So. Und dann machen wir den Rest mit Titan voll. Jo, so machen wir das. Was steht da? Ich habe gerade GameStar gelesen da oben. Naja, 4 Lichtjahre. Sehr schön. Wollen wir anhalten? Ja, fast. Bisschen runter. Runter, sagte ich. Hoch. Hoch. So. Bremsen. Bremsen. Wo ist meine? Da, ich sehe sie schon. Plong. Das hat ja diesmal wunderbar geklappt. So, wir pumpen uns erstmal voll Energie. Und vor allem pumpen wir uns voll Titan. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, bis wir hier bis wir hier eine interplanetare Logistik haben. So, jetzt müssen wir erstmal aufpumpen. Eigentlich können wir schon wieder zurückfliegen, oder? Ich speichere mal kurz, ich müsste eigentlich gehen. Energie-Jockey, so. Machen wir hier, zack. Jetzt gucken wir mal nach, wo wir hin müssen. Hoppala, da unten. Da. So. Wo ist das Ding? Ich sehe die Markierung nicht, wo wir hin müssen. Da. Okay. Hinterher. Und jetzt aufpassen, weil ganz geht uns gleich die Energie aus. Oh, das soll reichen. Ja, das ging nochmal recht fix. Jutta Zirkini. Ja, ich habe mir mal überlegt, ich nehme euch zumindest auf den lila Drops nehme ich euch noch mit. Weil ich finde die Forschung sehr anspruchsvoll. Die ersten drei Matrizen hier, gelb, blau und rot, waren jetzt ehrlich gesagt gar nicht so anspruchsvoll. Aber lila ist jetzt vom Material her, sagen wir mal, naja, nicht anspruchsvoll, aber es zehrt schon an den Ressourcen, ne? Vor allem das Titan. Es ist ja sehr titanlastig, lila. Und da müssen wir erstmal gucken. Ich habe mir vorgenommen, über lange Sicht werde ich mir einen Planeten von Grund auf neu aufbauen. Also ein Planetensystem. Das hier ist wirklich nur, dieses Sonnensystem ist wirklich nur für die Forschung da. Ist das da hinten meine? Ja. Plong. Guten Tag. So, wir werden das Titan los. Wo werden wir das Titan los? Da und da. Ne, warte mal. Wo werden wir das Titan los? Das war schon richtig. Zack, 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 zack. Ja. Und den Rest werden wir da rein.
Zack, 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 weil wir brauchen ja Lila. So. Soll uns das reichen? Er produziert schon wieder nicht nach, warum nicht? Weil, ja, weil du kein Dings gebaut hast, du Nasen-Otto. Du hast kein... keine Lagerstätte gebaut. Das ist natürlich extrem blöd. So, da kommt auch noch was rein hier. Zing, zang, zong, zong. So. Dann müsste das erstmal wieder eine Weile reichen. Wir brauchen noch eine Lagerstätte. Und dann nehmen wir mal so eine... Schade. Okay, aber die habe ich jetzt natürlich alle ausgelagert. Eisen und also Stahl und Dingsbums brauchen wir dafür. Nein, hör auf damit. Was haben wir gesagt? Stahl und das da. Supermagnete. Jetzt im Moment forsche ich mehr, als ich. So schnell kann ich gar nicht gucken, wie ich forsche. Was machen wir jetzt? Achso, jetzt machen wir das hier. Ein Lager bitte. Und dann gehen wir an die Sache hier. Dann wollen wir ja dieses. Ach, jetzt haben wir auch natürlich auch kein. Kein Silizium. Silizium müssen wir auch noch holen. Silizium müssen wir definitiv auch noch holen. Ich nehme das mal kurz raus hier. So, damit er das hier nachproduzieren kann, gehen wir mal hier hin. Lande mal bitte, danke. Und setzen das hier mal so. Komme ich da rüber? Ich gucke mal. Darüber wuchten. Ja! So, rein mit den guten Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Gut, hier haben wir Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Jetzt zu dem Rest vom Schützenfest. Und zwar, bevor ich jetzt Silizium hole, gucken wir nochmal ganz kurz. Wir haben die Kohlenstoff mit den Prozessoren haben wir immer noch. Wie viele Prozessoren haben wir denn? So viel haben wir gar nicht, ne? Hält sich in Grenzen. Wie viele Prozessoren brauchst du? 2, sehr gut. Ja, natürlich, weil wir auch Silizium brauchen in Massen. Okay. Die Dinger machst du aus Silizium, ne? Gut, Silizium lagere ich ja, wenn dann hier ein, ne? Das heißt, wir stapeln das mal höher. Haben wir schon wieder keine Metallbröckchen. So. Ja, mit Metall. So, gleich fliegen wir nochmal Silizium holen. Die sind fertig. Dann können wir hier stapeln. So, da kommt das Silizium rein. So viel werde ich nie im Leben haben, aber hoffentlich irgendwann mal. Und dann bauen wir daneben gleich aus dem Silizium. Im Moment bauen wir ja nur Chips draus. Aus dem Silizium bauen wir auch noch. Und daran, jetzt wird es kritisch. Dieses Zeug hier, das bauen wir in einer Schmelt, natürlich in einer Smelting Facility, wo auch sonst. Echt? In einer Smelting Facility, okay, gut. Wenn dem so ist, ist das ungewöhnlich. Das ist ein Smelter, ne? Ja. So, den packen wir jetzt hier hin. Und der kriegt, der soll was herstellen. Er soll diese Blups da herstellen. Keine Ahnung, was das ist. Und zwar kriegt er die hier draus. So. Dann haben wir diese Dinger. Wir haben diese Dinger. Das war relativ einfach. Und jetzt kommt der schwierige Part. Jetzt müssen wir die zusammen mit den Kohlenstoff-Nanoröhrchen und den weißen Plastezeugs verarbeiten zu
Und zwar in einem. So ein Ding da, ne? Sehe ich das richtig? Ja. So, rein da. Ne, das war falsch. Doch, es war richtig. Und zwar stellst du her, bitte. Wo sind sie? Da. So, dafür braucht er die Dinger, die wird er gleich kriegen. Die Kohlenstoff-Nanoröhrchen braucht er, die werden wir hier gleich heranschaffen. Aber erstmal holen wir Silizium. Habe ich noch Kohle? Ich glaube, ich habe noch Kohle. Wir holen mal lieber noch ein bisschen. Ist da Kohle? Landen. Sind wir Kohle? Wir sind Kohle. Ihr merkt schon, es wird schon wieder die Dings wird schon wieder leer, die Energie wird schon wieder leer. Ist unglaublich, was der Mann heute, was ich hier heute produziere. So, eine Fuge Silizium brauchen wir. So, das muss reichen an Kohle. Jetzt lagern wir noch hier die Dings aus, den Müll, den ich bei mir habe. Übersicht. Ich lass dir grüßen. Trauen wir da rein, so. Und wir fliegen nach. Wo war das? Der hier war das, ne? Oh, guck mal, das ist direkt um die Ecke. Schnell hin da, komm. Hui. Hör auf, so zu wackeln. So. Das. Einmal Silizium. Ist die Frage, wo ist es? Sieht's wer? Ich sehe es nicht. Da ist es. Ich sehe es. Ich habe eine Tower of Power gebaut. So, was macht die Forschung? Ach, der geht's gut. Dum, 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 dum. Kann man das nicht alles da irgendwie reintun? Irgendwo gab es da auch eine Tastenkombination für Transfer Group. Hier, Control All. Pom. Ach schon, das war alles. Okay. Pom. So. Silizium. Wo wollte ich nochmal hin? Da. So, reicht das an Strom? Ich muss dringend forschen, mehr Lagerplatz zu haben. Geht das? Ich guck nochmal ganz kurz nach. Mehr Lagerraum. One Line Inventory Capacity. Nein, schon wieder die Dinger. Naja, Mut hat Mut, ne? Okay. Haben wir geköht. Können wir auch gleich köhen. Noch eine Line. Kö, so. Ab nach Hause. Hui. Vorsichtig, knall nicht in den Gasriesen, das wäre uncool. Ist der Gasriese? Ne, der ist nicht dazwischen, ne? Du knallst da jetzt nicht rein. Naja, fast. Hui, wohin muss ich? Pam, dahin. Ist gelandet. Wo ist... Da muss das Silizium hin. Zu the Power of Tower. Nee, da hin. So.
Wie war das? Transfer All? Ne, Transfer All wäre blöd, weil dann schaufelt er mir meine... So, Silizium. So, reicht erstmal eine Weile. Stimmt natürlich nicht, dass es eine Weile reicht. So, jetzt brauchen wir die Kohlenstoff-Nanoröhrchen hier und das weiße Plastik. Die Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Einmal bitte von der ganz anderen. Von der ganz anderen Seite bitte das Atlantik hierher. Super. So. Da sind die Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Da sind schon einige drin. Man kann sagen, es läuft. So. Kohlenstoff-Nano. Kohlenstoff-Nano. Jetzt wieder kein Strom. Aber wenn das alles wäre ein Problem, dass ich keinen Strom habe. So, nach oben. Jetzt geht's los. Hui. Einmal quer durch den Salat. Sehr gut. Machst du toll. So, einmal quer durch den Salat. Wo müssen wir hin? Da. Moment, noch einen runter, ne? Warum geht denn das nicht? So, jetzt. So. Rein da. Erstmal aufladen. Ich habe gerade ein Problem. So. Hat er alle oder fliegt er noch? Ja, er fliegt noch. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir noch das Plastik. Und ehrlich gesagt... tendiere ich dazu, dieses Plastik, was ja gleich alle ist, da hinten lieber von dieser Raffinerie zu holen. Das ist nämlich näher dran. Wo produziert man dieses Plastik? Plastik-Elastik? Aus Essigkraft. Was man hier, ja, sehr schön. Das ist gut gemacht. Aus Öl und aus Graphit mal wieder. Gucken, haben wir das hier? Öl haben wir hier, das ist nicht das Ding. Allerdings auch nicht so viel. Und Graphit haben wir hier keins. Haben wir hier irgendwo Kohle in der Nähe? Öl, Öl, Öl. Öl, Öl, Öl. Da hinten ist Kohle. Das ist mir aber allerdings ein bisschen zu weit weg. Andererseits, so weit ist es auch wieder nicht weg. Da hinten seht ihr das, ne? Das heißt, hier holen wir die Kohle her, machen da hier draus das... Ja, wir brauchen ja eh, wir müssen eh neue Ressourcen erschließen. Und dann geht's da los. Genau, so machen wir das. Aber vorher brauchen wir... Brauchen wir Smelter? Ne, brauchen wir nicht. Doch, wir brauchen Smelter, wir wollen ja aus der Kohle... Okay, das wird ein etwas längeres Projekt gerade. Moment, dann gehen wir hier zurück. So, jetzt bauen wir. Zum Glück brauchen wir keine davon nichts mehr bauen hier, weil die Infrastruktur, die wird uns ja frei Haus geliefert. Aber der Rest und die Energie müssen wir auch nicht liefern. Aber trotzdem brauchen wir drei Abbau-Dinger, davon haben wir gar nichts. Zahnräder, Mischmasch und Musch. Lass gucken. Da, Zahnräder, Mischmasch und Musch. So. Müssen wir die bauen können. Eins, zwei, drei. Müsste reichen, um Kohle in ausreichender Menge zu fördern. Dazu
natürlich Smelter, weil wir wollen ja Graphen herstellen. So, das müsste reichen. Go. Let's erschließe ein neues Kohlevorkommen. Ist ja überhaupt nicht weit weg. Nein, nein. Gar nicht weit weg. So, aber immerhin ist es tonnenweise Kohle. Wir setzen hier hin. Wo ist da? Drei Kohlebergwerke. Das sieht gut aus. Zack. Das sieht nicht so gut aus. Das sieht gut aus. Zack. So, jetzt brauchen wir hier ein bisschen Energie. So und so. Und jetzt hier. Na, zieh die nicht so. So. Und jetzt ab nach Hause, ne? Warte mal, wo ist denn ab nach Hause? Na, wobei, wir brauchen noch ein bisschen. Reicht das an? Ne, wir können im Prinzip. Wollen wir das Graphen hier produzieren oder wollen wir das drüben produzieren? Pst, das können wir eigentlich auch. Ich bin jetzt einfach mal dekadent hier, komm. Ich bin hier am Pol. Seht ihr, was der mit den Bauraster macht? Weil ich am Pol bin? Das ist total spaßig. Aber gut. Hör auf zu lachen. Witzig. Wir wollen hier bauen, was? Graphen. Und wir wollen auch da bauen, Graphen. Wir haben natürlich wieder keine Energie, deswegen gehen wir hier hin und sagen Give the fucking energy to me. So, brauchen wir ja eh. Und dann haben wir hier vielleicht hier noch einen hin, damit wir so, damit die beiden eine Verbindung haben. So, und dann rein damit mit dem Graphen. Wie lange nehme ich schon auf? Ich nehme viel zu lange auf. Ich denke mal, in der nächsten Folge, liebe Freunde, können wir Lila Ops produzieren. Wir sind gespannt. Ich sage danke fürs Zusehen. Euer Mr. Fleck.